Hey und willkommen zurück im neuen Semester. Wie ihr an meinem Hintergrund ja schon erkennen könnt, bin ich wie die meisten von euch momentan nicht in Greifswald am Beiz oder am Lohmeierplatz, sondern bin erstmal noch zu Hause geblieben. Corona und das Online-Semester haben aber nicht nur Auswirkungen auf unser Unileben, sondern auch darauf, wie die meisten von uns momentan ihre Freizeit gestalten. Um in diesem Lockdown trotzdem weiterhin fit und aktiv zu bleiben, bietet der Hochschulsport momentan Online-Kurse an. Ob und wie gut es funktioniert, das werden wir heute herausfinden. Zunächst einmal die Frage an Michael Bödo, den Leiter des Hochschulsports. Wie kam es dann überhaupt zu der Idee, den Hochschulsport online anzubieten und wie lange hat es von der Idee bis zur Umsetzung gedauert? Hallo zusammen. Erstmal herzlichen Dank an das Moritz-Team für die Einladung zu diesem Interview. Das hat uns sehr gefreut. Kurz nachdem ich begonnen habe und gerade mich so ein bisschen bekannt gemacht habe in der Hochschule und wir schon das Sommerprogramm geplant haben, haben wir es ja mit der Corona-Krise nun zu tun bekommen. Und ich hatte aber relativ schnell die Idee, eventuell Online-Kurse anbieten zu können, da ich ja Online-Lehre schon kannte und auch wusste, welche technischen Möglichkeiten es gibt. Und dann überschlugen sich wirklich die Ereignisse. Wir mussten erstmal gucken, was für eine Technik ist möglich, wen wollen wir überhaupt mit reinnehmen, was ist möglich, welche Sportarten. Uns ging es darum, dass wir eben mit verschiedenen Punkten die Leute auch ein bisschen beisammenhalten und ihnen auch eine Struktur vorgeben. Das heißt, zu festen Zeiten mit gewohnten Trainern, um, sagen wir mal, diesen Kursrhythmus, den wir normalerweise auch so haben, ein bisschen aufrechtzuerhalten und den Menschen daheim damit auch ein gewisses Maß an Normalität zur Verfügung zu stellen. Trainer hatten wir sehr schnell, die haben sich untereinander ausgetauscht, haben dann Zoom benutzt und haben damit die ersten Kurse nach nicht mal 2 Wochen bereits begonnen. Wir haben dann erstmal mit einem 4-Wochen-Programm angefangen, mit 23 Kursen und haben auch sehr viel positives Rückfeedback dazu bekommen. Dann haben wir uns überlegt, naja, das wird sich so schnell nicht ändern und haben eine 2. Runde aufgelegt. Immerhin konnten wir unsere Kurse aufstocken, ein paar mehr anbieten, noch ein paar Übungsleiter ins Boot holen. Wir mussten aufgrund des Datenschutzes nochmal eine elementare Änderung vornehmen. Und zwar konnten wir Zoom nicht weiter verwenden. Das Rechenzentrum ist direkt eingesprungen und hat dort ungeheure Ressourcen aufgebaut, auch in relativ kurzer Zeit und uns auch Programme zur Verfügung gestellt, die wir jetzt nutzen können und die dann, naja, mit einigen Anfangsschwierigkeiten, das muss man schon sagen, aber über die jetzt die Programme auch super laufen. Und die Leute sind wirklich da in Bewegung. Ich habe auch in viele Kurse reingeguckt. Das läuft wirklich gut. Was passiert in dieser Ausnahmesituation eigentlich mit den Leuten, die hauptberuflich im Hochschulsport arbeiten? Werden da irgendwie Prioritäten gesetzt? Es war uns eben Anliegen, auch die Kursleiter, Übungsleiter ein bisschen abzufangen. Wir haben viele Kursleiter, die eben auch woanders noch Kursleiter sind und das als Haupteinnahmequelle haben. Auch wenn ein Großteil unserer Kursleiter eher aus dem halb ehrenamtlichen Bereich kommt und die sich, sagen wir mal, einen Nebenerwerb dadurch erwirtschaften. Es war nicht ganz einfach, das rauszukriegen, für wen es jetzt letzten Endes elementar ist. Wir haben aber alle Kursleiter mal angeschrieben und auch ihnen zunächst mal die Möglichkeit gegeben, etwas anzubieten. Für viele ist es natürlich schwierig gewesen, weil gerade in den Mannschaftssportarten oder bei anderen Dingen, Kampfsport, wo immer auch ein Partner oder mehrere Leute notwendig sind, war das natürlich von vornherein nicht möglich. Bei den Kursleitern, die in den anderen Bereichen sind, wo die Leute alleine trainieren können, da gab es die Möglichkeit und da haben wir auch 1, 2 Kursleiter direkt mit jetzt im Programm, die wahrscheinlich darauf angewiesen sind. Es gibt auch spezielle Bedingungen, sodass wirklich einige unserer Kursleiter hier studieren und aber die Aufenthaltsgenehmigung für das Studium auch daran gekoppelt ist, dass sie hier Einkommen nachweisen können. Und auch hier haben wir im Einzelfall versucht, etwas anzubieten. Das hat auch sehr gut funktioniert. Ja, wir sind da sehr dankbar. Es läuft wirklich gut. Wir haben
im zweiten Zug ja nochmal Übungsleiter angeschrieben, aber es waren auch nicht so viele, die jetzt tatsächlich nachgefragt haben. Ich gehe davon aus, dass viele auch selber durch Homeoffice und ähnliche Dinge vielleicht in einem anderen Lebensrhythmus sind und die Zeiten nicht so planen können oder gegebenenfalls zu Hause bei der Familie nicht den Platz, die Möglichkeit haben, wirklich sich in Ruhe zurückzuziehen, um etwas aufzunehmen. Aber ich denke, in einem Teil konnten wir da auf jeden Fall helfen und die Rückmeldungen dazu sind auch durchaus positiv. Insgesamt muss man natürlich sagen, dass es nur ein Ausschnitt ist. Wir haben jetzt knapp 30 Kurse. Normalerweise hätten wir im Sommersemester 250 Kurse. Das ist nur ein Ausschnitt. Es ist aber auch so, dass wir in einigen Kursen wirklich bis zu 60 Teilnehmern haben, was wir in Live-Kursen alleine aus Raumkapazitäten so nicht hinbekommen. Und gibt es schon Feedback, wie die Online-Kurse bisher so angenommen werden? Wir kriegen relativ wenig Rückmeldungen. Das hat mich gewundert. Also wir haben hin und wieder Rückmeldungen. Die meisten sind wirklich positiv. Die Leute bedanken sich. Aber wenn ich daran denke, dass wir 750 Anmeldungen im ersten Durchgang hatten und jetzt immer noch über 700, dann war ich doch erstaunt, dass die Leute das so in eine gewisse Normalität überführt haben. Also es gab nicht sonderlich viel Rückfragen zu dem Prozedere. Die Leute haben sich sehr schnell umgestellt. Wir hätten damit gerechnet, dass wir massiv Fragen kriegen, zum Beispiel, als wir jetzt das Programm nochmal umgestellt haben auf eine andere Technik, aber es war überschaubar. Das heißt, insgesamt haben wir positive Rückmeldungen und für mich die positivste Rückmeldung war, dass im zweiten Verlauf, dass auch dort sehr schnell wieder hohe Buchungszahlen waren und innerhalb von 2-3 Tagen wir schon 650 Buchungen hatten und dann kamen so peu à peu nochmal immer mal welche dazu. Selbst jetzt wird noch gebucht und ich glaube, damit kann man schon davon ausgehen, dass das wirklich ein Erfolg ist und von den Teilnehmern angenommen wird. Die Übungsleiter, wie gesagt, sind auch zufrieden, wobei es eben nicht dasselbe ist. Das ist auch klar, aber das ist zu den derzeitigen Rahmenbedingungen auch nicht möglich. Das ist auch nicht unser Ansinnen. Wir wollen noch eine Erhebung machen, jetzt zum Ende des zweiten Kurszeitraums, um nochmal zu schauen, wie das Feedback insgesamt ausfällt und ob wir den dritten Zeitraum nochmal anpassen. Und ja, da sind wir gerade in der Vorbereitung, müssen mal schauen, wie wir das gestalten können. Jetzt zunächst einmal die Frage an die Kursleiter. Was ist denn jetzt genau der Unterschied zu normalen Kursen? Kann man zum Beispiel schlechter Hilfestellungen geben oder dauert es am Anfang länger, bis sich alle Teilnehmer zusammengefunden haben? Und was wird durch die Technik zum Beispiel erleichtert? Also, dass jetzt mehr Leute Platz im Kurs haben oder dass jetzt niemand mehr früh aufstehen muss, um irgendwo hinzukommen, sondern einfach direkt aus dem Bett fallen kann und beim Kurs teilnehmen kann. Gibt es da prägnante Unterschiede? Naja, zuerst einmal hätte ich nicht gedacht, dass jetzt ausgerechnet durch Corona jeden Tag 50 Leute bei mir im Wohnzimmer vorbeikommen. Ansonsten, ja, rein von den Kursen her, die Übungen müssen natürlich jetzt ein bisschen einfacher, ein bisschen weniger kompliziert sein, sodass man die gut auch sozusagen digital beibringen kann. Aber gleichzeitig geht natürlich auch, wir haben jetzt ganz wenig Kursmaterial an sich. Also es geht wirklich darum, dass das nur noch mit Handtuch, Hanteln und Wasserflaschen alles machbar ist. Ich muss nicht unbedingt im Greifswald sein oder irgendwo hinfahren. Ich kann das von hier machen. Ich kann meinetwegen auch nach Indien fliegen und von dort machen. Ich bin nicht abhängig. Das spart natürlich die Fahrzeit hin und Rückfahrt. Das sind meistens die Vorteile. Nachteile sind kein persönlicher Bezug zu den Menschen. Ganz besonders, wenn wir mit Big Blue Button oder Moodle angefangen haben, Menschen nicht lernen und nicht sehen und hoffen, dass sie das dann richtig machen. Und wie eben schon angesprochen, sind die Kurse denn weiterhin problemlos durchführbar? Also wie sieht es zum Beispiel mit Korrekturmöglichkeiten bei falsch ausgeführten Bewegungen aus? Ist das trotzdem weiterhin gut möglich oder schon eher erschwert durch die Technik? Eigentlich schon. Also wenn man sich an die Gegebenheiten dieses Online-Programms anpasst, also die Übung beispielsweise ein bisschen einfacher gestaltet, dann kann der Online-Kurs den persönlichen durchaus ersetzen. Also technisch gesehen ist es ganz einfach und simpel, die Kurse online durchzuführen.
Es ist aber wichtig, die Teilnehmer dabei weiter zu kontrollieren. Und man kann das jetzt eben nicht mehr wie in dem normalen Kurs sozusagen aus dem Augenwinkel betreiben, sondern man muss jetzt wirklich an den Bildschirm teilweise rangehen, sich die Teilnehmer raussuchen, die darüber informieren, dass sie gemeint sind. Und weil die eben jetzt visuell ein bisschen eingeschränkt sind, weil teilweise nehmen die dann eben nur am Handy teil, muss man denen akustisch bessere Hinweise geben, damit sie die Übungen jetzt so ausführen, wie das gedacht ist. Kommt darauf an, was man für eine Plattform benutzt. Wenn wir über Moodle das machen, ist es begrenzt für die Angehörige von Universität. Das heißt, nur die Leute mit einer gültigen E-Mail-Adresse von Universität können in den Kursen teilnehmen. Ganz großer Teil von Menschen, die nicht Uni-Angehörige sind, können dann nicht mehr in den Kursen teilnehmen. Das ist das einzige Nachteil von dem Programm, was wir benutzen. Ein weiteres Problem ist natürlich auch, dass nicht immer die Technik dabei mitspielt. Aber das hat sich eigentlich in der letzten Zeit ganz gut eingependelt und wird sich auch sicherlich weiterhin positiv ausbauen. Und jetzt einmal die Frage an die Kursteilnehmer. Wie hast du dir denn die Online-Kurse vorgestellt und wie läuft es jetzt letztendlich ab? Ich hatte anfangs ein paar Bedenken, ob die Übertragung des Online-Hochschulsports fehlerfrei vonstatten geht. Also ob ich das Video gut erkennen kann, ob ich die Musik höre und ob das halt auch zeitgleich quasi übertragen wird, sodass ich gut teilnehmen kann. Und ob der Übungsleiter in der Lage sein würde, auf jeden Teilnehmer einzeln einzugehen. Und ob ich so die Motivation habe, dass es so wie es wirklich im Kurs ist, halt auch zu Hause rüberkommt. Nun kann ich sagen, dass meine Bedenken unbegründet waren. Aber es hat alles gut geklappt. Die Übertragung ist eigentlich recht gut. Lediglich beim Ton muss man ein paar Abstriche machen, aber man kann den Übungsleiter auf jeden Fall immer verstehen. Die Musik ist halt leider etwas verzerrt. Beim ersten Mal hat es mit der Musik ein bisschen gehakt. Aber ansonsten war das ohne Probleme. Es läuft über Zoom und hat echt gut funktioniert. Mein Übungsleiter Richard Hüther nimmt sich auf jeden Fall die Zeit und korrigiert auch, wenn es sein muss, oder lobt auch mal. Und das ist super. Schön, mein Grund, ihr habt nur noch 7 Sekunden. Und noch 3. Sehr schön. Und wie läuft dein Kurs jetzt im Speziellen genau ab? Gibt es irgendwelche Unterschiede zum Ablauf bei normalen Kursen? Also gibt es mehr Feedbackrunden oder dauert es zum Beispiel am Anfang länger, bis sich alle eingefunden haben? Wir handhaben es tatsächlich so, dass wir uns alle begrüßen. Alle haben 10 Minuten Zeit vor der eigentlich angegebenen Uhrzeit, um sich in dem Online-Chatroom einzufinden. Das klappt auch sehr gut. Danach, nach der Begrüßung, schalten alle Teilnehmer ihre Mikrofone auf stumm. Und dann kommunizieren wir ausschließlich über Handzeichen, also Daumen hoch oder Daumen runter. Das funktioniert auch wirklich super bis jetzt. Wenn der Kurs abgeschlossen ist, dann machen wir Teilnehmer unsere Mikrofone wieder an. Und dann gibt es eine Feedbackrunde jedes Mal und ich kann aus Erfahrung sagen, dass wenn es mal ein bisschen Kritik gibt, diese beherzigt und beim nächsten Mal sofort berücksichtigt wird. Und wie sehen eure persönlichen Vor- und Nachteile aus? Fehlt euch die Gemeinschaft extrem oder fühlt ihr euch auch ein bisschen entlastet, weil ihr euch zum Beispiel nicht beobachtet fühlt? Also ein klarer Vorteil der Online-Kurse ist es natürlich, dass man das Haus nicht verlassen muss, um den Sport zu betreiben. Ein Vorteil ist auf jeden Fall, dass ich keine Zeit einplanen muss, um zur Halle und wieder zurückzukommen. Ich muss nicht irgendwie groß gucken, dass ich früh genug losfahre und so, das fällt halt alles raus. Und ich glaube, für Leute, die vielleicht ein bisschen schüchtern sind oder nicht so gerne gesehen werden, wie sie Sport machen, ist das auch eine gute Alternative, da es jedem selbst überlassen ist, ob man die Kamerafunktion nutzen möchte oder nicht. Also auf jeden Fall können definitiv mehr Leute teilnehmen, weil man ja nicht eingeschränkt ist durch die Größe der Halle. Beim Summen braucht man ja ein bisschen Platz und dadurch, dass das ja jeder von zu Hause machen kann, ist das kein Problem. Nachteil, glaube ich, ist, dass der Kursleiter letztendlich doch nicht alles überprüfen kann. Bei mir ist es tatsächlich manchmal so, wenn ich so gar nicht mehr kann oder meine nicht mehr zu können, dass ich halt manchmal doch eine längere Pause mache, als eigentlich gesagt wird. Und das ist natürlich, wenn man sich face-to-face gegenübersteht, ganz anders. Da kann der Kursleiter doch nochmal ganz anders motivieren. Und das finde ich natürlich ein bisschen schade. Nachteil ist halt ein bisschen, dass man in der Halle einfach mehr Platz hat. Im Wohnzimmer ist das dann noch ein bisschen schwieriger. Aber eigentlich ist alles in Ordnung. Und nun zum Abschluss die Frage an alle Teilnehmer. Daumen hoch oder Daumen runter für Online-Kurse auch nach der Corona-Zeit? Da hat man viel Vorteile, es sei denn auch, wenn die Externen teilnehmen können. Wenn sie nicht teilnehmen können, dann macht es nicht wirklich viel Sinn. Am schönsten ist es halt, wenn man zusammen Sport machen kann, wirklich vor Ort. Und das ist auch erstmal unsere Zielrichtung und da kommen wir hoffentlich bald wieder hin.
komplett ersetzen würde ich es, glaube ich, nicht, da man einfach in Sporthallen oder wo auch immer man sich trifft, vielleicht mehr Hilfsmittel hat, wie Hanteln zum Beispiel oder so Stretchbänder. Ich bevorzuge immer noch die persönlichen Kurse, weil das für mich auch einfach eine soziale Komponente hat, die Leute zu sehen und mit ihnen zusammen zu trainieren. Ich bin persönlich ein sehr kommunikativer Mensch und freue mich auch immer, wenn ich andere Leute treffe beim Sport machen. Da könnte man drüber nachdenken, ob man eventuell ergänzend dazu das parallel online stellt und wir so einfach mehreren Leuten Zugang ermöglichen. Wenn man zum Beispiel jetzt vom gleichen Kurs ausgehend 3 Kurse die Woche hat, einen davon online abzuhalten, fände ich eine sehr nette Idee. Eben für die Leute, die ein bisschen Angst haben, beim Sport gesehen zu werden. Ich würde wahrscheinlich auch nach Corona einen Online-Kurs anbieten, einfach weil da eben deutlich mehr Teilnehmer dran teilnehmen können und weil die eben die Möglichkeit haben, da räumlich ungebunden dran teilzunehmen. Für jemanden, der viel unterwegs ist, wäre es eben sehr einfach, auch im Hotelzimmer sozusagen daran teilzunehmen. Kann man auch machen, für die, ganz besonders für die Leute, die nicht da sein können, wegen Zeitmangel oder weil sie irgendwo anders sind. Ich finde das eine mega gute Idee. Ich würde es cool finden, wenn das auch nach der Corona-Zeit noch angeboten werden würde, weil es halt einfach ein bisschen Zeit spart, wenn man nicht direkt zur Halle fahren muss und so. Meine Teilnehmer haben die Kurse auch sehr begrüßt. Also es gab wirklich einen sehr starken Ansturm darauf. Deshalb finde ich es toll, dass der Hochschulsport uns das damals und eben auch jetzt weiter ermöglicht, Online-Kurse zu geben. Daher für mich ein klares Daumen hoch. Daumen hoch. Ich würde den Online-Hochschulsportkursen einen Daumen hoch geben. Ich gebe einen sehr großen Daumen hoch für die Online-Kursen. Wer Lust bekommen hat, die Online-Kurse des Hochschulsports auch einmal auszuprobieren, kann dies jetzt tun. Eine neue Welle an Kursen startet am 25.05. und alle Interessenten können sich ab Mittwoch, dem 20.05. für diese Kurse einschreiben.